Harry Kochs Handschlag mit Halil Altıntop, sozusagen die persönliche Übergabe des Kultstatus an den neuen FCK-Torjäger, der im Moselstadion zunächst die Ersatzbank sucht. Der ledierte Oberschenkel zwickt noch. Altıntop soll zunächst geschont werden, genauso wie Ciriaco Sforza, den Henke erst gar nicht mitnahm. Der FCK-Trainer setzte auf eine Dreier-Angriffsreihe mit Seitz, Zandi und Jacke. Ecke Marco Engelhardt und ein Verteidiger hat die erste Chance, Ervi Lembi. Samir Luac klärt für seinen geschlagenen Torhüter Ishtonat. Kaiserslautern gegen den Zweitliga-Absteiger Trier von Beginn an druckvoll. Erwin Skela auf Marcelo Pletsch, wieder ein Verteidiger, aber stürmischer geht's nicht, 0:1. Marcelo Pletsch, sein erster Treffer für den 1. FC Kaiserslautern und was für einer, kein Abseits. Und besser hätte das Halil Altıntop auch nicht machen können. Eintracht Trier in der Regionalliga Süd noch ohne Punktgewinn, nach diesem Blattschuss natürlich verunsichert wieder Ecke Engelhardt. Und dieses Mal meldet sich ein Stürmer zum Dienst, Carsten Janka, 2:0 für den 1. FC Kaiserslautern. Erstaunlich, mit welcher Leichtigkeit der 1. FCK hier seine Tore erzielen kann. Triers Torhüter Daniel Ishtonat zu früh im Sinkflug, Carsten Janka wieder in aufstrebender Form. Der angeschlagene Stürmerkollege Altıntop spendiert zur Feier eine Runde Kaugummis. Deutliches Signal, die brauchen mich heute nicht mehr. Kaiserslauterns Problemzone, das Abwehrzentrum, zunächst völlig unbehelligt, bis sich Triers Sebastian Becker behauptet. Lembi irritiert Pletsch und Thomas Klaassen. Der einzige Trierer, der in dieser Saison schon getroffen hat, zweimal in der Regionalliga. Jürgen Macho, ohnehin schon 1,93 groß, scheint da noch ein paar Zusatzzentimeter auszufahren. Der Österreicher im Pfälzer Tor kaum geprüft, aber wenn, dann funktioniert er. Perfektionist Henke auf den Spuren von Zettel Ewald. Und tatsächlich, in dieser Phase gibt es weniger positive Dinge aus FCK-Sicht festzuhalten. Die komplette Abwehrarbeit zu statisch. Gleich 7 Mann auf einer Linie und erneut Thomas Klaassen. Die schnelle 2:0-Führung im Rücken, ein bisschen zu lässig das Ganze. Jürgen Machos Weckruf absolut angebracht. Eintracht Triers Trainer Michael Bruus, einst Profi bei Schalke. Er hat die undankbare Aufgabe, aus Zweitliga-Restbeständen und jungen Talenten eine Mannschaft zu formen. Kaiserslautern in der Schlussphase der ersten Halbzeit klar überlegen. Jochen Seitz. Henke hat ihm wieder Selbstvertrauen gegeben, setzt auf den schnellen Flügelstürmer, der heute statt auf der gewohnten linken, auf der rechten Außenbahn den Torerfolg sucht. Triers Kapitän und Abwehrchef Harry Koch mit Carsten Janka. Da steckt viel Freundschaft und Gelassenheit drin im Rheinland-Pfalz-Derby. Und zur Pause hat es nicht den Anschein, als sollte Altıntop wirklich noch gebraucht werden. Der Torjäger läuft sich erst gar nicht warm. Die zweite Halbzeit zunächst ereignislos. Eine Viertelstunde lang, Eintracht kann nicht, gegen den 1. FC will nicht. Pokalstimmung, Fehlanzeige. Michael Henke, Gelassenheit bei einem 2:0-Vorsprung, die sieht anders aus. Pletsch auf den angewechselten Hertsch. Erwin Skela, der die lange vakante Spielmacherposition beim FCK mit Leben erfüllt. Seitz und dann Feridun Zandi. 3:0 für den 1. FC Kaiserslautern. Die erste erwähnenswerte Chance für die Pfälzer in der zweiten Halbzeit. Und die nutzt Zandi, der heute im Sturm links vorne spielt. Die Chancenverwertung des 1. FC Kaiserslautern hervorragend, die Spielweise ökonomisch. Zandi und Skela, zwei, die sich um die Spielmacherrolle streiten, heute zum ersten Mal gemeinsam auf dem Feld und es funktioniert. Kaiserslautern, wenn, dann über rechts gefährlich, über Jochen Seitz. Und dann Carsten Janka mit einem, ja, was war das? Da muss er lachen und selbst die Glatze grinst mit. Über diesen Hechtflug-Knieschuss. Danach ist Schluss für den Ex-Nationalstürmer.
Da lacht er immer noch. Auch weil er unter Henke deutliche Fortschritte in Sachen Fitness gemacht hat. Für ihn kommt 20 Minuten vor Schluss Boubacar Sanogo. Eintracht Trier findet in Halbzeit 2 nicht mehr statt. Kaiserslauterns Abwehr völlig unterfordert. Das ist Denis Kaçan. Seine verunglückte Flanke, der einzige ernsthafte Torversuch des Regionalligisten. Der erste FC Kaiserslautern in der Schlussphase mit dem Versuch, wie beim 5:3 gegen Duisburg, bei seinen Fans Sympathiepunkte zu sammeln. Boubacar Sanogo, ein Name wie aus Tausend und einer Nacht, märchenhafter Einstand gegen Duisburg und heute Schlusspunkt eines ungefährdeten 3:0-Sieges des ersten FC Kaiserslautern. Der Sieg gibt Selbstvertrauen, dann heute 0:0. Ein klarer Erfolg 0:0 in einem Derby, das darf man ja nicht vergessen, auch wenn Trier nur in der Regionalliga spielt. Das ist schon etwas, was uns, glaube ich, weiterbringt. Ja, ich habe mich eigentlich auf das Spiel so gefreut. Der Ausgang war natürlich nicht so schön, aber die Atmosphäre hier, unsere Fans, lauter Fans und dass ich die alten Kollegen mal wieder gesehen habe. Nicht nur die alten Kumpels wieder gesehen, sondern auch die alten Fans. Auch als Trierer bleibt Harry Koch Kultfigur beim FCK.